der Stephansdom. Hoch über der Halbinsel zwischen Donau und Inn ragen die beiden charakteristischen Türme des Passauer Doms in den Himmel. Schon in Zeiten, als das römische Imperium fast vollständig untergegangen war, soll in der damals Batavis genannten Stadt eine Kirche gestanden haben. Die Bischofskirche wurde im Jahr 730 erstmals urkundlich erwähnt und war schon 10 Jahre später Kathedrale. Die Kirche durchlebte verschiedene Bauperioden. Die Bischofskirche aus der Zeit um 720, der frühgotische Dom, erbaut zwischen 1280 und 1325, der spätgotische Ostteil und der barocke Neubau, letzterer aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Beim Stadtbrand von 1662 blieb lediglich der spätgotische Ostteil erhalten, alle anderen Teile wurden vom Feuer zerstört. Die Sage berichtet, dass sich bei dem Feuersturm eine Figur aus der Fassade gelöst hat und zu Boden stürzte. Erhalten ist noch der Kopf der Passauer Tölpel. Schon 2 Jahre nach der Katastrophe beauftragte Fürstbischof Wenzelslaus Graf Thun den italienischen Meister Carlo Lurango mit dem Wiederaufbau. Die Stuckarbeiten übernahm der ebenfalls aus Italien stammende Stuckateur Giovanni Battista Carlone. Er war mit 13 Mitarbeitern ganze 17 Jahre mit der Dekoration der Flächen und dem Aufbau der Altäre beschäftigt. Carlone schuf auch die ca. 1000 Stuckfiguren, unter anderem die Putten mit ihren Spruchbändern und die überlebensgroßen Propheten. Die Ausmalung der 171 Gewölbeflächen übernahm der Italiener Carpoforo Tencala. Da beim zweiten Dombrand 1680 die Flammen auch das hölzerne Malergerüst erfassten, wurden bereits fertiggestellte Fresken in Mitleidenschaft gezogen. Bei der Renovierung wurden die vorhandenen Malereien oft übermalt. Besondere Beachtung verdient die Kanzel. Sie ist ganz aus Lindenholz geschnitzt und mit Blattgold belegt. Hergestellt wurde sie 1726 in Wien. Wer denkt, hier hätten die Künstler nur so mit Gold geklotzt, der irrt. Das Blattgold wurde so hauchdünn aufgetragen, dass für einen Quadratmeter gerade mal ein 0,5 Gramm Gold erforderlich war. Wenn es hochkommt, dann hat eine einzige mittelgroße Goldmünze ausgereicht, um all diese Pracht zu schaffen. Neueren Datums ist der Hochaltar. Er stellt die Steinigung des Kirchenpatrons Stephan dar, wurde 1952 vom Münchner Bildhauer Professor Henselmann geschaffen. Über die Grenzen hinweg bekannt ist der Passauer Stephansdom vor allem wegen seiner Domorgel mit den 5 Orgelwerken. Sie gilt als die größte Kirchenorgel der Welt. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.